So, als nächstes färben wir das Ganze mal ein. Ich kann natürlich einfach machen, alles auswählen und jetzt sagen, du bist schwarz gefüllt. Und Sie sehen, die Kreise innen sind ja ausgestanzt, darum wäre die nicht schwarz gefüllt. Sieht nicht spektakulär aus, wenn ich aber darüber fahre, sehen Sie, haben wir die einzelnen Flächen noch. Gut, jetzt brauchen wir zwei Fenster und zwar brauchen wir das Verlaufsfenster hier. Das schiebe ich mal hier nach oben und ebenfalls die Farbfelder brauchen wir auch noch. Das ist einfach für mich. So, jetzt wähle ich hier zwei Farben aus. Und Sie sehen das vielleicht bei mir. Ich habe hier zwei Farben. Was ist der Unterschied von der zu der? Das da ist eine nicht globale Farbe. Und diese Farbe ist global. Also ich brauche zwei Farben, die global sind, dass wir die nachher ändern können. Ich habe hier ein Grün und ebenfalls ein Gelb. Sie sehen das, dass das hier so abgeschrägt weiß ist. Gut, also ich wähle mal das an und sage mal hier, ich hätte gern diesen Verlauf. Aber hier mit einem Doppelklick sage ich, ich möchte das vielleicht gelb. Und das da möchten wir grün. So, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Jetzt wähle ich das Ganze aus, gehe hier auf die Pipette und übernehme das auf das Ganze. Und wie Sie sehen, hat jetzt das schon recht viel Leben. Das Erste, was ich jetzt mache, ich mache die Konturen mal auf weiß. Das würde mir jetzt besser gefallen. Dann habe ich das mal auf weiß. Und jetzt könnte ich hier spielen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier ein bisschen mehr Grün. Sie sehen das. Ja, Sie können das so machen oder auch über das Tool. Ich könnte das zum Beispiel auch hier hingehen und dann da noch rotieren, so wie ich möchte. Sobald ich das wieder geändert habe, könnte ich das auswählen und sagen, das ich jetzt erstellt habe, übernehme ich mit der Pipette. Das wäre natürlich das da. Übernehme ich mit der Pipette. Ich könnte das auch hier umkehren, dass es noch ein bisschen spannender aussieht. Dann könnte ich hier das übernehmen und ebenfalls umkehren. Dann ist das ein bisschen außen. Ja, und könnte natürlich dann wirklich mit dem ganzen Verlauf mir das aufziehen, so wie ich das möchte, das wieder rübernehmen, ja, bis es mir wirklich gefällt. So, gehen wir mal noch in das große Teil hinein. Sie können natürlich auch linear und kreisförmig mischen hier oben, also dass es einen radialen Verlauf gibt. Auch den könnte man dann natürlich so aufziehen, wie ich das möchte. Natürlich besser irgendwie hier. Ja, das könnte auch sehr schön aussehen. Ich könnte das auch wieder umkehren und das so anpassen, wie ich das möchte. Schön ziehen. Mehr Grün, weniger Grün. Auch diese Sachen. Ich könnte das da auch wieder anwählen und selbst einen erstellen. Was ja nicht geht, sind zwei Sachen, aber mindestens einen könnte ich erstellen, dass es so aussieht oder wirklich aus der Mitte, bis es Ihnen gefällt. Ja, weniger Grün, mehr Grün. Das können Sie so erstellen. Testen Sie das mal aus. Ja, ich kehre jetzt das nochmals aus, dass wir Grün außen haben. Wenn es Ihnen gefällt, ist das gut. Wenn nicht, können wir das immer noch kehren. Ich mache das mal mit einer Seite nochmals. Ich kehre das hier, dass wir das so haben. Nein, gefällt mir nicht. Kehre das nochmals. Auch hier kann ich natürlich den Winkel noch einstellen, bis mir das gefällt. Dann das auswählen, Pipette übernehmen und schon haben wir eine 8 und die sieht schon ein bisschen lebendiger aus. Jetzt kann ich natürlich diese Farben global ändern. Doppelklick auf das Grün. Ich nehme mal das ganze Cyan raus und das Magenta rein, Yellow rein
Vorschau und schon haben wir eine rote 8. Sie können das Ganze natürlich auch kopieren. Aber so funktioniert es recht gut und es sieht ganz anders aus und hat ein bisschen Leben.